willkommen zu einem neuen Vlog hier, wie beim letzten Mal schon angekündigt, aus dem Hansapark heute mal wieder. Und ja, wir stehen jetzt hier vor dem Eingang, wir werden mal reingehen, uns mal ein Update von der Baustelle nochmal holen und den Tag einfach wieder mal genießen. Und damit beginnt der Vlog. Baustelle ordentlich wieder weiter fortgeschritten. Sie haben ordentlich wieder Wände hingebaut. So, und jetzt will ich mal eine ganz wilde Spekulation mal aufmachen. Und zwar habe ich mir überlegt, wer baut sich denn eine Achterbahn direkt in den Eingangsbereich, wo die Masse halt ankommt, wo die Lichterparade alles links geht. Wer baut sich denn hier dann noch ein paar Stützpfeiler denn mitten hin und versaut sich dieses schöne Hanso-Panorama? Und jetzt will ich mal spekulieren und mal sagen, hier kommt gar keine Achterbahn tatsächlich hin, sondern vielleicht wie im Heidepark ein Hotel, was mir allerdings dafür noch ein bisschen fehlt. Ein Hotel braucht natürlich viele Fenster, weil man ja was sehen möchte halt. Das fehlt hier allerdings noch. Hier unten in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, Restaurants oder sonstiges und auch ein Schwimmbad und alles Mögliche. Und hier oben, weil der Hansapark hat eigentlich keine Möglichkeit zurzeit, Tagestouristen, die einen etwas längeren Fahrtweg haben, irgendwie eine Möglichkeit zu bieten, zu übernachten. Wenn man übernachtet, dann tatsächlich nur in diesem Resorthotel und da muss man mindestens 3 Tage halt buchen. Das heißt, der Ostseeurlaub wird mit dem Park zusammen verbunden. Aber Tagestouristen haben eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie eine oder maximal 2 Nächte hier zu übernachten, weil 3 Tage müssen unten ja mindestens gebucht werden und 3 Tage sind für den Park hier alleine einfach viel zu viel. Ja, deswegen will ich mal spekulieren drauf und sagen, mal was völlig anderes als alle anderen, dass hier doch ein Tagungshotel entsteht und noch gar nicht so spektakulär sein wird, wie es ursprünglich gedacht wird. Mal sehen. Ging aber schnell. Ne, magst du nicht fahren? Ich hatte erst gar nicht, weil er steht. Ja. Ja.
der Hanse-Kogge wollen wir mal eine Runde hier drehen. Ne? Premiere dieses Mal für Tilly. Die Hanse-Kogge hier haben sie wieder einen kleinen Turbo-Modus reingebaut, wenn auch nur klein, aber ich finde, das ist auf jeden Fall schneller gewesen als letzte Saison und hat mal wieder Spaß gemacht. Der Tag ging schneller rum als gedacht. Jetzt werden wir hier ans einmal wieder Richtung Ausgang begeben. Also der Block ist eigentlich schon zu Ende, aber auf dem Parkplatz will ich euch noch eine wichtige Sache sagen, die uns heute Morgen passiert ist und die ihr unbedingt nicht nachmachen solltet. Ja, was ich ganz vergessen hatte zu machen, zu drehen auf dem Parkplatz vom Hansapark, das was ich ja noch angekündigt hatte. Und zwar, wenn ihr die Fahrspuren benutzt, da wo es noch geteert ist und die erste Reihe, wo ich sag mal das Rasengitter quasi losgeht, ist eine Kante und zwar eine schöne Bordsteinkante. Wir sind auf der Rasengitterseite gefahren und dann dachte ich mir, okay, auf der anderen Seite ist es schön leer. Die Rasengitterseite war relativ voll und dann hat man sich gedacht, die Kante sieht gar nicht so hoch aus, fährt man einfach mal drüber, macht das bloß nicht mit einem normalen Auto, denn ihr setzt auf jeden Fall auf, das habe ich halt auch getan und ja, wir sind zwar freigekommen, aber man muss sich ja auch nicht unbedingt was kaputt fahren, was kaputt gefahren haben wir zum Glück nicht und wenn ihr jetzt denkt, ist scheißegal, wir haben doch ein SUV, ja, den haben wir auch, selbst der hat aufgesetzt, weil meine Frau ist mir natürlich gefolgt und ja, auch selbst der hat noch einen kleinen Ratscher zumindest an einem Schweller abgekriegt. Aber halb so wild ist nicht so schlimm. Aber ihr müsst das ja nicht unbedingt erfahren. Diese Erfahrung halt machen. Also, lasst lieber die Kantenfahrerei sein. Ja, damit ist das Video zu Ende. Und dann liked und abonniert uns gerne. Und dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Video. Und habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.